Krone fertigt Jahr für Jahr Zehntausende von Aufliegern und Anhängern und ist präferierter Partner für die unterschiedlichsten Logistikanforderungen. Und trotz dieser enormen Quantität fertigen wir jedes einzelne Fahrzeug mit der maximal möglichen Sorgfalt und Qualität. Und damit einher gehen in den verschiedenen Werken natürlich auch unterschiedliche Validierungsmaßnahmen. Aber in allen Werken arbeitet Krone analog zur Pkw-Industrie mit der kathodischen Tauchlackierung KTL. Dabei wird das negativ geschaltete Chassis in ein Bad mit positiv geladenen Lackionen getaucht und Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Und die ideale Vorbereitung für den Lackauftrag ist das vorgeschaltete Zinkphosphatieren. Aber genau an dieser Stelle, respektive unmittelbar davor und unmittelbar danach, passiert bei Krone der Qualitätsvorsprung. Denn wir begnügen uns nicht mit dem reinen Zinkphosphatieren, wir nehmen uns Zeit für zwei zusätzliche qualitätsentscheidende Prozessschritte. Vorab die Titanaktivierung und danach die Zirkonpassivierung. Die Titanionen auf der Stahloberfläche bilden die idealen Kontaktstellen für das Zinkphosphat. Und die Zirkonionen füllen jede noch so kleine Mikrofehlstelle in der Zinkphosphatschicht. Und derart ausgestattet geht jedes Probeblech trotz des tiefen Kratzers tiefenentspannt in die Kammer des Schreckens und wird dort gut 4 Monate dem Nebel des Grauens ausgesetzt. Okay, Harald, etwas weniger Drama. Ich rede vom Salzsprühtest, der bei Krone nicht wie branchenüblich ca. 1000, sondern gut 3000 Stunden dauert. Und selbst nach 3000 Stunden ist und bleibt alles im Lack.